Hey, ihr Schwarzmaler! Ihr habt's euch gewünscht und euer Wunsch ist mir Befehl. Ich mach mal wieder dieses Buch fertig. Diesmal habe ich eine Runde Quidditch gespielt, mit Pippi Langstrumpf das Buch zerrissen und dann habe ich alles unter der Dusche nass gemacht. Ob und wie ich das Buch dabei ruiniert habe, seht ihr jetzt. Den Anfang macht heute diese Seite. Ziehe deine Kreise. Es wäre jetzt naheliegend, irgendwelche Kreise aufs Papier zu kritzeln und die vielleicht irgendwie abstrakt auszumalen. Aber wer meine Macht dieses Buchfertigreihe kennt, der weiß, dass ich lieber um zwei Ecken denke, als das Offensichtliche auf die Seite zu packen. Und da ist mir Quidditch aus Harry Potter eingefallen. Okay, wie sage ich das jetzt am besten, ohne mich gleich unbeliebt zu machen? Die Quidditch-Sequenzen im Buch und im Film fand ich immer unfassbar langweilig. Gefühlt musste ich mich da immer durch 100 Seiten quälen, auf denen einfach nur detailliert beschrieben wird, wie Harry seine Kreise zieht, um den Schnatz zu finden und zu fangen. Vorzugsweise mit einem Körperteil, das nicht seine Hand ist. Harry, der Schnatz! Wo? Hier bin doch nur ich! Harry! Nur Harry! Stichwort Kreise ziehen. Ich habe die Stelle in den Büchern jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden, aber ich bin mir sicher, dass in jedem Quidditch-Spiel der Satz vorkommt. Harry zog seine Kreise über der tosenden Menge im Quidditch-Stadion. Vielleicht kam das aber auch nie vor und ich hatte einfach nur so eine Art Harry Potter-Inception. Wie du vielleicht bemerkt hast, hat sich jemand an dieser Erinnerung zu schaffen gemacht. Mic drop! Ihr erkennt's bestimmt schon. Ich mal hier mit Gouache ein Quidditch-Stadion im trüben Regenwetter und darüber soll eine Quidditch-Sucherin sein, die ihre Kreise zieht und versucht, den Schnatz zu fangen. Und ich sag absichtlich Sucherin, weil ich mich ja bewusst für Ginny entschieden habe, die ja auch mal als Sucherin für die Gryffindors einspringt. Einmal aus Solidarität mit den Mädels und andererseits, weil... Und da müsst ihr jetzt echt stark sein. Harry nicht unbedingt mein Lieblingscharakter ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich liebe Harry Potter, aber ich mag Harry Potter nicht so. Klingt weird, ich weiß. Und ich will hier jetzt echt kein extra Fass aufmachen, aber irgendwie ist vor allem der Daniel Radcliffe-Film Harry mir nicht so wirklich sympathisch. Der Buch Harry ist mir da schon etwas lieber, aber whatever. Ich als Potterhead oute mich in diesem Video also, dass ich weder Quidditch noch Harry mag. Sorry. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von der Potterhead-Community gecancelt. Was haltet ihr denn von Harry? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Aber bleibt nett, sonst gibt's Punkteabzug für euer Haus. Jedenfalls Ginny. Ich mag Ginny. Und deswegen habe ich sie mit Gouache und Buntstift aufs Papier gekritzelt und dann ausgeschnitten. Ginny soll ja auch wirklich ihre Kreise durch das Buch ziehen können. Deshalb habe ich mir mal wieder interaktiven TINF dazu ausgedacht. Interaktiver TINF. Ich glaube, ich sollte ein Videoformat einführen, das genau den Titel trägt. Interaktiver TINF. Für die ultima TINFige Interaktivität habe ich diese viel zu starken Magneten hier benutzt. Auf die Rückseite der Ginny-Figur habe ich dann einen Magnet geklebt. Dann habe ich noch einen Schnatz mit meinen Colero Goldfarben gemalt und wieder mit Buntstiften die Details eingezeichnet. Ab auf die Seite damit und dann noch die viel zu hektisch flatternden Flügelchen mit einem weißen Buntstift drüber gemalt. So, und wenn man jetzt auf der Rückseite einen zweiten Magnet anbringt, dann kann Ginny tatsächlich auf der Jagd nach dem Schnatz ihre Kreise über dem Quidditch-Stadion ziehen. Die Seite soll ich in Streifen reißen und weil ich mir die Welt immer mache, wie sie mir gefällt, muss ich hier Pipi hinmachen. Langstrumpf. Pipi Langstrumpf. Der Vorname ist aber auch echt tricky. Ihr kennt doch alle diese Kindereisbecher, die es in jeder Eisdiele gibt. Pinemaya-Becher, Pinocchio-Becher und so weiter. Und bei uns gab es eine Eisdiele, die ganz schlau war und eine Marktlücke füllen wollte. Und bei der stand auf der Karte, no joke, Pipi-Eis mit Sahne. Spargel-Eis? Ich möchte das nicht. Ich habe instant an die Szene mit den Spaghetti denken müssen. Muss ich die Szene jetzt wirklich irgendwem erklären? Also, Pipi isst halt Spaghetti und dazu Hilfenahme einer Schere. Ich selbst esse übrigens für mein Leben gern Spaghetti-Pizza, die vielleicht für den einen oder anderen von euch auf der Perversionsskala gefährlich nah an Pizza Hawaii herankommt. Aber Spaghetti-Pizza, ich sag's euch, beste Leben, wirklich. Und jedenfalls schneide ich die auch immer mit der Schere ab. Hashtag Pipi Lifehacks. Und da ist er wieder, die eindeutige Zweideutigkeit. Passend zu Pipis Villa wird der Hintergrund kunterbunt. Den habe ich mit Gouache gemalt und dann, wie es die Aufgabe verlangt, in Streifen gerissen.
Pippi habe ich mit Gouache gemalt. Als Charakter mag ich sie wirklich gern. Ich feiere ihre rebellische und lebensfrohe Art total. Pippi sagt immer, was sie denkt, macht sich nichts aus dummen, gesellschaftlich auferlegten Regeln und hat einfach so eine faszinierend positive, na und, scheiß drauf Mentalität. Sie bricht mit klischeebesetzten Geschlechterrollen und das schon zu einer Zeit, in der das alles andere als selbstverständlich war. Natürlich kann ein Mädchen ein Pferd in die Luft stemmen. Warum denn auch nicht? Wenn man als Frau oder Mädchen irgendwas erreichen will, dann soll man es einfach machen und sich nicht einreden lassen, dass man es nicht darf oder nicht kann oder was auch immer der schwachsinnige Grund sein soll, den dir irgendwelche Vollidioten eintrichtern wollen. Gleiches gilt natürlich auch für die Jungs und Männer. Ihr wollt euch die Nägel in eurer Lieblingsfarbe pink lackieren? Ja, go for it! Fragt euch einfach, hätte Pippi das gemacht? Mit großer Wahrscheinlichkeit ja, weil sie immer das gemacht hat, worauf sie gerade Bock hatte. Also, seid Pippi, nicht Annika. Die Spaghetti habe ich mit Buntstiften gemalt und dann auch in Streifen gerissen. Ich habe überlegt, ob ich hier wieder mal interaktiv tünnefen soll und die Schere beweglich mache, aber das hätte perspektivisch irgendwie seltsam ausgesehen, wenn sie einen so frontal anschielt. Darum habe ich es mehr so arty-illustrationsmäßig gemacht. Außerdem hatte ich das ja bei der Büroartikel-Weihnachtsparty schon so gemacht. Die Seite mit den Büroartikeln macht sich übrigens selbstständig. Das Buch ist mittlerweile nämlich so fett, dass die Seite von allein aus dem Buch gefallen ist. Das ist auch der Grund, warum ich nicht die Buchseiten direkt bemale, sondern immer mit einem Extrapapier arbeite, das ich später ins Buch klebe. Und die Papierqualität im Buch ist einfach nur furchtbar, um Mixed-Media-mäßig damit zu arbeiten. Bei meinem Pipi-Kunstwerk, das hört sich so falsch an, musste ich auch überlegen, ob ich es überhaupt ins Buch klebe. Ich habe es jetzt erstmal nur draufgelegt, weil ich es sonst in der Mitte hätte zerschneiden müssen. Und ich frage mich da ehrlich, was würde Pippi tun? Fest steht, Pippi würde sich nicht an die Regeln halten, nur wie würde sie hier die Regeln brechen? Würde sie die Seite einfach nicht einkleben oder würde sie ihr Kunstwerk zerschneiden, um es einkleben zu können? Warum schreibt mich diese Seite hier so passiv-aggressiv an? Nimm das Buch mit unter die Dusche! Punkt! Ich glaube, das Buch ist sauer mit mir, weil ich diese Art Aufgaben immer gekonnt umgehe. Und vielleicht sollte ich diesmal auf das Buch hören und einfach machen, was es von mir will. Wenn ihr den Song Dusche von Farin Urlaub kennt, dann wisst ihr ja, was passieren kann, wenn man Haushaltsgegenstände verärgert. Also dachte ich mir, diesmal mache ich einfach ganz genau das, was es von mir will. Also bin ich in voller Montur mit dem Buch unter die Dusche und ich habe aufgedreht. Okay, hier steht aber nichts davon, wie ich das Buch unter die Dusche mitnehmen muss. Also habe ich es vorher wasserdicht eingetütet. Ich bin ja nicht blöd. Weil das allein aber ein bisschen lame wäre, bin ich zu eurer Bespaßung mit Klamotten ins kalte Wasser. Ich hab komplett Wasser am Schuh. Im Schuh. Eckhört. Alles für die Community, alles für den Dackel, alles für den Club. Club. Hund. Das allein fand ich aber immer noch ein bisschen wack. Das reicht uns noch nicht! Geht ja um Kunst hier. Darum habe ich mich dann tatsächlich dem Fahren-Urlaubssong gewidmet und eine Dusche gemalt. Mit furchtbar ollen Keramikfliesen an der Wände, die so fürchterlich nautische Motive als Muster haben. Jaja, interiormäßig meinten es die 90er echt nicht gut mit den Bädern. Im erwähnten Fahren-Urlaub-Lied geht es übrigens darum, dass seine Haushaltsgegenstände quasi zum Leben erwachen und gegen ihn revoltieren. Er kann nur noch in der Dusche schlafen, weil die sein einziger Freund ist, wie er denkt. Spoiler-Alarm, falls ihr das Video zu dem Song nicht kennt, die Dusche ist nicht wirklich sein Freund. Und genau das wollte ich hier darstellen. Ich habe also mal wieder einen Gegenstand zum Leben erweckt und dem Duschkopf hier solche comicartigen Augen verpasst. Und die Seite hier ist ja wohl wieder mal prädestiniert für interaktiven TINF. Also habe ich mit einer Klarsichthülle und einem Plastikstrohhalm einen Duschvorhang gebastelt und den auf die Keramikfliesen montiert. Hinter dem Vorhang sollte sich der Duschkopf verbergen. Und der ist intrigant. Ich habe ihm nämlich noch mehr interaktiven TINF verpasst und eine riesige Klinge gemalt. Die Besserwisser-Boys unter euch wissen ganz genau, was jetzt kommt. Ich habe einen Schlitz in den Duschkopf geschnitten, aus dem die Klinge dann herausfahren kann. Remember, never trust your Duschkopf, girls.
Männern und Frauen es zuzutrauen, dass sie sich diese Mach-dieses-Buch-Fertig-Videos auch noch anschauen. Ciao und bis bald!